Noch ein paar Sturmtruppler hinterher. Komm, das schaffst du, ATST. Ich glaube an dich. Dankeschön, Mr. ATST. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Hallo, 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 herzlich willkommen zu Star Wars Force Arena. Möge die Macht mit euch sein. Willkommen zu einem neuen kleinen Spieletest. Und dieses MOBA-Game, Leute, ist mal der absolute Oberwahnsinn. Meine Fresse. Es hat leicht einen minimalen Ansatz von Castle Crush und Clash Royale, muss ich mal ehrlich zugeben. Aber grafisch natürlich sieht es sehr, sehr knusprig und lecker aus. Und spielerisch bzw. gameplaymäßig auch super geil. Das könnte eine Kirsche auf der Schlagsahne sein. Wer weiß. Ich habe ein bisschen gezockt. Es gab auch einen Livestream, wo ich das Ganze gespielt habe. So minimal. Ich habe es auch privat ein bisschen gespielt. Bin noch nicht aktuell so weit, wie man sieht, Level 4. Der ZLP hier am Start hier. Keine Gilde. Wollen wir eine Gilde aufmachen? Leute, Bock auf eine Gilde? Wenn ja, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Ihr werdet es nicht bereuen, dieses Spiel euch runterzuladen. Ist aktuell im App Store. Redet ihr von iOS, sehr, sehr weit nach oben gepusht. Es gibt noch ein anderes Game, was ich auch noch testen werde, aber ich dachte mir, YOLO, neue Sachen müssen ausprobiert werden, weil immer das Gleiche ist natürlich kacke und Abwechslung ist natürlich erforderlich und geil. Und deswegen Star Wars Force Arena. Ich liebe übrigens Star Wars, beste Scheiß ever. Ich habe die ganzen hier auf in der limitierten Super Steelbook-Edition am Start. Oh mein Gott, heute Star Wars. Mindestens jeden Film schon fünfmal gesehen. Ohne Witz, richtig geil. Ich bin echt ein richtiger Star Wars-Nerd. Ja, Leute. Wir haben hier quasi das Ganze aufgebaut. Hier sieht man schon meinen Held. Das ist dieser Kollege. Den können wir übrigens durchswitchen. Wir haben auch die Möglichkeit, natürlich hier zum Beispiel Luke zu spielen. Hier ist Luke. Dann haben wir natürlich die wunderbare Prinzessin Leia auch am Start. Übrigens RIP. Die Schauspielerin von Leia ist ja leider gestorben. Das ist natürlich blöd. Noch am Ende vom letzten Jahr. Dann können wir natürlich diesen Kollegen hier spielen. Und wir können natürlich quasi diesen Kollegen spielen. Also wir haben links die, genau, zurück hier, kurz zurück hier ab in den Kampf. Also hier quasi die gute Seite und da haben wir die böse Seite. Da kann man mal auswählen, es gibt verschiedene Karten. Es funktioniert auch mit Karten, dieses Spiel. Also so ähnlich, sage ich ja, wie Clash Royale, Castle Crush, also Karten-Game. Bloß vom Gameplay etwas anders, was wir gleich sehen werden. Das ist quasi unser Hauptcharakter, das ist dieser hier, den können wir hier auswählen. Und es gibt ganz, ganz viele. Wenn wir kurz hier auf Handeln gehen, kann man auch sehen, man kann übrigens bei Handeln, kann man auch hier legendäre Karten und so weiter handeln. Eine legendäre Karte ist so ein Held, den man hier auswählen kann. Wir gehen mal kurz auf die Belohnung. Ich habe schon mal ein paar Belohnungen am Start. Na klar, es gibt natürlich auch Pakete, nicht Kisten, nicht Truhen. Es gibt die wunderbaren Pakete hier. Können wir kurz hier ein Opening machen. Na klar, gib mal her. Ressourcenkarte. Credits ist die Währung, ist quasi das Gold. Dann haben wir hier die normalen Karten hier am Start. Das Ganze quasi mit der dunklen und der guten Seite. Wisst ihr Bescheid? Haben wir die ganzen Sturmtruppler hier am Start. Könnt ihr noch ein paar Gratis-Sätze öffnen. Sehr, sehr geil. Gebt mir her den Scheiß. Jawohl. Und diese komischen Kristalle, das sind die Premium-Werte. Es gibt legendäre Karten, es gibt epische Karten, gewöhnliche und so weiter und so fort. Kennen wir als das Spielchen schon. Oh! Eine epische Karte. C14A. Blendgranate. Hatte ich aber schon. Ich bin nämlich krass, Leute. Nochmal kaufen hier eine weitere einen weiteren Gratis-Satz hier am Start. Geh mal her. Alles klar. Ich nach der Kollege. Den kenne ich doch. Und hier ist ein wunderbarer Jäger. Und wieder eine wunderbare Blendgranate. Scheint nicht ganz so selten zu sein. Und nochmal hier. Alter, wie viele Gratis-Sätze kann man denn hier sammeln? Richtig geil. Einer spielt immer nur zwei und hier scheinbar vier. Das gefällt mir. Und Chewbacca. Ein Wookie ist am Start. Kann jemand einen Wookie nachmachen? Kann ich nicht. Keine Ahnung, wie das geht. Das hört sich mehr an, als würde ich gerade irgendwie vergewaltigt werden oder so. Nein, wir gehen kurz auf unseren Stapel. Das sind quasi unsere Karten. Hier sieht man, wir können es quasi anpassen. Pro Held können wir das Ganze machen. Ich wähle jetzt einfach mal hier Luke aus. Und Luke, habe ich jetzt ein paar Karten hier schon drin. Wie man sieht, hier haben wir leichte Panzer. Hier haben wir eine normale Rebellen-Allianz-Truppen, Fernkämpfer, Nahkämpfer. Chewbacca hier ist im Nahkampf. Kann ich sogar upgraden, Leute. Graden wir kurz ab den Kollegen hier. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich spiele lieber mit der Leia, weil ich lieber Fernkämpfer habe. Wir werden gleich sehen, wieso. Wir kurz upgraden hier. Unser Deck, können wir da irgendwas noch anpassen vielleicht, damit wir ein bisschen besser werden? Nee. Ich weiß, ich quatsch schon zu viel. Das tut mir leid, ich will natürlich alles so gut es geht erklären, aber ihr wollt Action. Ihr wollt die pure Ladung Action. Und das verstehe ich und das wird jetzt geben. Übrigens, wenn man hier runterzieht oder hochzieht, dann sieht man hier die ganzen neuen Karten, was man noch bekommen kann. Also hier, hier, guck mal hier, kennt ihr den? Das ist der Ben Kenobi, aka Obi-Wan Kenobi. Eieiei. Gibt es auch Qui-Gon Jinn? Oh, Qui-Gon Jinn wäre so geil. Und Yoda wäre auch, Leute, mein absoluter Lieblingscharakter ist einfach Yoda. Yoda, ich liebe dich. Und Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn ist auch richtig geil. Wisst ihr, wer Qui-Gon Jinn ist? Wen hat er trainiert? Wen hat er ausgebildet? Wenn ja, schreibt es doch gerne in die Kommentare, wenn ihr Bescheid wisst. Hier gibt es übrigens schon die neue hier. Ist auch am Start. Von der neuen Episode hier. Beziehungsweise, war ja so ein Zwischending. Es war ja eine Star Wars Geschichte und nicht die Weiterführung der Story. Total mysteriös. Egal, wir haben ja auch oben, können wir draufklicken, da haben wir Belohnungen. Das ist Postfach, so Events.
Cool, es gibt auch Events, Leute. Ich weiß, ich quatsch zu viel. Ich höre auf damit. Lasst uns kämpfen. Ich gehe mal ins 1-on-1 und werde euch mal kurz zeigen, wie geil dieses richtig tolle Game ist. Rang 2 bin ich, na klar. Unsere Prinzessin Lea. Nochmal RIP, selbstverständlich. Das ist so doof, dass sie gestorben ist, einfach nur die Schauspielerin. Sie heißt Fischer. Wie hieß sie mit Vornamen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Was bist du denn für Star Wars? Vollidiot, weißt du gar nicht. Ich kann mit dem Namen einfach nicht. Unwitz, ich kann mir nie Namen merken. Das ist echt ein Problem bei mir. Das ist jetzt nicht irgendwie dagegen was, aber die Prinzessin Leia ist leider scheinbar in der nächsten Episode nicht dabei. Oh, wir spielen gegen den Kommandanten, beziehungsweise gegen den Imperator, das ist wahrscheinlich. Gegen den Imperator mit seinen Blitzen hier am Stizzle-Mahizzle-Chizzle. Lasst uns da mal loslegen. So, der Kampf. Der Kampf geht los, da ist die Prinzessin Lea. Wir sind quasi diese Truppe, wir können durch Drücken auf dem Monitor hin und her bewegen und unten haben wir unsere Karten. Und die können wir spielen. Wir starten mal hier mit dem Panzer. Wunderbar, da ist der Imperator, wir schießen ihn mal kurz ab. Wir können quasi hier Karten werden gespielt, oben links haben wir eine Karte, die übrigens super, super wichtig ist, diese Karte. Die ist ultra wichtig, Leute, glaubt mir, die Karte ist wichtig. Es gibt wie bei Clash Royale zwei Tower hier, das sind beide meine beiden Tower. Die haben quasi auch Energie, die sich füllt, das ist dann kein Mana oder Elixier, das ist einfach Energie, das füllt sich hier. Ja, und wir können quasi hier unsere Truppen setzen, die können wir wieder hinziehen. Und wir haben eben so Special-Fertigkeiten mit unserem Hero. Und mit diesem Hero leiten wir quasi alles. Oben die Map, übrigens ganz wichtig, können auch ein bisschen ranzoomen hier. Ich kann rauszoomen, auch noch cool. Ich glaube, rausgezoomt ist es sogar besser. Da sehen wir ein bisschen mehr. Na klar, ebenso kann ich mich auch heilen, wenn ich Bock habe. Was macht er denn da? Mal kurz die Rebellen da reingeballert. Hier ein Airstrike drüber, wunderbar. So gefällt mir das. Machen wir alles kaputt hier. Ich kann auch ein paar Truppen spawnen, das ist meine Special-Fertigkeit. Mach die Drohne kaputt, jawohl, mach den scheiß Chewbacca nochmal rein. Komm, jetzt gibt's hier aber. Wer als erstes quasi dann die Hauptbase zerstört, das ist so ein Energieding, der gewinnt dieses Game. In der Overtime, wer als erstes... Alter, was ist das für ein Ding hier? Was hat das für eine Range, Alter? Das Gebäude kenne ich gar nicht. Follow Ping, welche Gebäude, die ich gar nicht kenne. Das Spiel ist total geil einfach nur. Ohne Witz mit diesen Towern, mega geil. So kurz reingebuttert hier. Übrigens in dem Bereich, wo der Tower ist, kann ich keine Einheitentruppen... Keine Einheitentruppen, Lars, bist du scheiße. Keine Einheit natürlich spawnen. Ziemlich schwierig hier, weil man auch sehr viel machen muss, wir haben das erklärt. Ja, und so muss man dann quasi versuchen, mit seinen Truppen, mit seinen Karten irgendwas zu reißen und das Ding nach Hause hier zu schaukeln. Habe ich gefällt, ein bisschen minimal. So, die Boys rein, dann noch kurz welche hinterher spawnen. Sehr geil, damit wir hier auf jeden Fall alles down machen. Nicht so viel Tower-Damage bekommen. Down, down, Chewbacca, ich bin down! Übrigens ist es nicht schlimm, wenn man stirbt, denn man wird nach einer bestimmten Zeit wiederbelebt. Aber ich glaube, alle Truppen sterben. Oh, ja, ja, nein, 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 Panzer rein, Panzer rein. Nein, 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 hör auf, 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 hör auf. Nein, er hat ein Geschütz kaputt gemacht. No! Das heißt, er führt 1-0. Holy moly, gar nicht gut. Gar nicht geil. Mach kaputt den Scheiß. Jetzt müssen wir hier vorrushen. Noch ein paar Truppen hinterher. Mein Panzer. Der tankt die Scheiße. Ja, die Kollegin auch noch rein. Oh, macht viel Flächenschaden. Der macht viel Flächenschaden. Aber das sieht gut aus. Kurz einmal einen rübergelümmelt hier. Ja, ja, komm, komm, komm. Oh yeah. Das sieht gut aus. Das bekommen wir down. Yes, und ihn auch down bekommen. Unser Panzer lebt sogar noch. Jetzt ist er leider down. Das werden wir versuchen natürlich wieder uns zu sammeln hinten. Schön mit dem Panzer von denen anlaufen. Und ich werde gleich auf den nächsten Tower gehen. Ich werde gleich auf seine Hauptbase gehen. Scheißegal. Auf seine Hauptbase. So gefällt mir das. So, die einen hinterher. Die Rebellentruppen hier hinein. Und nun gibt's ihn. Komm hier. Rein damit. Oh, dieser Flächenschaden. Holy moly. Aber der Panzer ist schon down. Ja, ja. Ja, ja. Oh, 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 oh. Kommt da ein Fighter. Chewbacca rein. Nein, 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 nein. Ich darf nicht sterben. Ich darf nicht sterben. Dann einmal Flächenschaden hier rüber. Sehr geil. Da kommt der Flächenschaden. Wunderbar. So gefällt mir das. Ich muss zurückgehen und mich wieder ein bisschen heilen. Ich glaube, wir gehen lieber auf den zweiten Tower. Das ist sinnvoller. Oh, ja, der war sein Flächenschaden. Aufpassen. Ihr seht selber, Leute. Das Spiel total geil. Total komplex. Und mega, mega actionreich. Und die Grafik. So richtig schickes Ding. So, schön mit dem Panzer von hinten natürlich anfahren. Die Truppen hinterher. So, und jetzt kommen wir hier. Ja, wieder von der Seite rein. Das verteidige ich natürlich. Einfach verteidigen, einfach verteidigen. Meine Truppen hier. Kurz einen Airstrike drüber. Nicht sterben, nicht sterben. Yeah. Kommen die oben rechts durch? Seht ihr das? Seht ihr das? Na klar, kommen die durch. Da war der Double Push von der anderen Seite. J to the G. Darauf erstmal ein gutes Spiel. Und noch einen wunderbaren Darth Vader hinterher. Sehr, sehr geil. Ihr seht es selber, Leute. Das Spiel ist cool. Es macht Spaß. Und ist echt, echt super actionreich. Da habe ich Bock auf mehr. Da habe ich Bock auf mehr. Ihr auch? Ihr auch? So, okay, hier raus. Und gewinnt das erste Match. Natürlich, gar kein Ding für den King. Eine Belohnung. Geil. Kann ich öffnen. Unseren Spielsatz. Warum? Weil wir 10 wunderbare Games gewonnen haben. Beziehungsweise nicht 10 Games, sondern ich glaube 10 Tower zerstört. So, haben wir hier ein bisschen alles Klärchen. Da kommt die Ressource. Da kommt der Jäger wieder. Oh.
Autoblastergeschütz. Was ist das denn? Eine neue Karte. Geil. Oh, hier. Das ist natürlich der imperiale Schwergeschütz-Kanonier oder was. Und der Wookie-Krieger ist auch am Start. Geil, geil, geil. Kann ich irgendwas draufklicken, dass ich starte? Genau. Freischalten dauert jetzt hier 3 Stunden. Man kann übrigens auch die Freischaltungsdauer reduzieren. Dafür muss man sich Premium-Booster kaufen. Ich glaube, das kostet echt Geld. Und das kann ich mir nicht leisten, denn ich habe kein Geld. Kennt ihr doch, ich muss dafür immer anschaffen gehen. So, wir können wieder handeln. Übrigens, handeln sollte man auch. Ich mache, weil wir im Video sind, handle ich mal und zwar mit einer Legendary. Und zwar mit dieser hier. Ich finde den Boy nicht ganz so stark. Deswegen tauschen wir den kurz, nehmen wir rein. Und wenn wir Glück haben, bekommen wir jetzt... Wir tauschen quasi Legendary versus Legendary. Das kann man nur einmal pro Tag machen. Wenn wir Glück haben, bekommen wir jetzt einen richtig geilen neuen Helden hier. Komm, Leute, irgendwas Geiles. Yoda. Gibt's Yoda überhaupt? Ich weiß es nicht. Yoda? Ja, Handel. Raus damit. Und? Oh. Okay, das ist wieder... Das ist auch der von der Star Wars-Geschichte. Der sogar den Namen genannt hat. Roach One. Hat er gesagt, so heißt der Trupp, der unterwegs ist im Flugzeug. Alles Lächeln. Ja, der ist nicht ganz so geil. Der Typ ist nicht ganz so geil. Das haben wir natürlich. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, der ist eine normale? Das ist eine normale Legendary? Was? Jetzt haben wir den... Moment, ich bin gerade etwas verwirrt. Das ist auch eine Legendary. Moment, Moment. Ich dachte nur, die Helden. Gibt's auch. Es gibt scheinbar auch normale Legendary-Karten. Das wusste ich nicht. Das ist, wenn alle die Helden. Wenn ich die jetzt hier nehme. Kann ich den hier reinschieben? Ich kann den scheinbar hier reinschieben. Für den Wookie? Nee, ach, den muss ich doch damit tauschen. Ah, so. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Und zwar gibt es nur immer 2. Es sind doch nur die Helden. Es sind einfach nur 2 da oben zur Auswahl. Man kann immer durchswitchen. Alles klar. Leute, meine absolute. Mein absolutes Lieblingsfahrzeug, beziehungsweise ist ein Fahrzeug, oder ja, ein Fahrzeug, in diesem wunderbaren Star Wars-Universum ist der AT-SD-Kampfläufer. Wie sehr ich den liebe, ohne Witz, der ist so genial und ist einfach der Beste und den nehme ich jetzt. Wir spielen jetzt ein Deck hier, den nehme ich mit. Der ist so geil, der kostet aber sie mega teuer, aber scheißegal. Der ist so geil und macht so viel Spaß. Kurz die Upgrade hier, die alte Drohne hier. Hast du wieder Bock auf Drohnen? Natürlich, lass uns ein bisschen Liebe mit Fahrzeug bzw. mit Drohne machen. Upgrade, upgrade. Ihr seht es selber. Hochziehen die Karten, genauso wie bei Clash Royale, Castle Crush. Das ist schon alles ziemlich lecker. Was macht denn die Granate? Ich will die. Das ist natürlich eine epische Karte. Vielleicht ist sie stark. Kostet nur 2. Kostet nur 2 diese geile Blankgranate. Die nehmen wir mit hier. Und ich würde sagen, wir nehmen mal noch was raus. Den Kollegen nehmen wir raus. Den alten Jäger kann ich hier upgraden. Können wir kurz machen. Oh! Spieler aufgewertet, alles klar. Richtig geil. Schön, schön, schön. Ich hätte noch irgendein Geschütz noch bekommen. Wo ist das denn hin? Weiß ich nicht. Den kann ich nicht upgraden. Die Frage ist halt nur, brauchen wir den? Das ist ein Raketenwerfer-Boy. Ich glaube, den brauchen wir gleich. Jetzt switche ich mal mit dem hier. Und mit diesem Deck, den kann ich auch noch kurz hochziehen, werden wir nun versuchen, auch mit der dunklen Seite der Macht irgendwas zu reißen. Ich bin gespannt. Mit dem Sturmtruppler. Übrigens so ein Sturmtruppler-Anzug. Mega geil bestimmt. Das ist halt der Kollege, der übrigens auch bei der neuen Star Wars. Yeah, schieß eine Runde. Geil. Los geht's. Kämpfen. 101 natürlich. Es gibt übrigens auch 101, 2-on-2. Team. Man kann sich auch mit Freunden treffen, beziehungsweise mit Freunden zusammenspielen. Man kann auch Training machen. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Und Witz, dieses Game ist so was von komplex und sowas von geil. Ebenso Special Events, neue Updates. Das ist alles total geil. Leute, spielt das. Ladet euch runter. Und wenn ihr mehr sehen wollt, sagt Bescheid. Haut ein Like raus, haut einen Kommentar raus. Wenn ihr Tipps für mich habt, auch gerne alles in die Kommentare. Ich lese jedes Kommentar einfach raus mit dem ganzen Lümmel. Richtig sahnig, spritzig geil. Warten auf andere Spieler. Was hat der denn für ein Handy? Nokia 3310? Wenn ja, benutzt es lieber zum Kämpfen. Es ist, glaube ich, stärker als seine ganzen Truppen. So, da haben wir den Kollegen. Wir können gleich, wir zoomen wieder raus. Habe ich rausgezoomt? Ne, okay, jetzt rauszoomen. Ich starte mal gleich mit dem AT-ST. Warum? Weil ich es kann. Da ist auch. Oh, es sieht so gut aus. Es sieht so gut aus. Leute, warum sieht er nur so gut aus? Ich werde mal eine Blankgranate mal reinwerfen. Blankgranate. Alles klärchen. Weggeblendet. Kurz hier gegönnt. Alles klar. So ein paar Sturmtruppen noch hinterher. Ja, der AT-ST. Der AT-ST geht allgemein nur auf Gebäude. Alles klar, das wusste ich nicht. Ah ja, super viele Truppen. Ich werde mal kurz hier mit dem hier kommen, mit dem alten Jäger. Super gelümmelt. Oh yeah. Sich erstmal alles gegönnt. Kurz den rausgeputtert hier. Ja, yeah, sein Panzer ist stark. Sein Panzer ist stark. Das gefällt mir gar nicht. Oh, unser Gebäude hat schon so viel. Unser Gebäude hat schon so viel verloren. Oh mein Gott, now. Kannst du bitte aufhören? Kannst du bitte aufhören mit so einem Scheiß? Ich glaube, er ist schon kaputt. Im ersten Push. Was macht sie denn mit mir? Warum macht sie sowas? Wieso?
Ich habe hier nichts getan. Und trotzdem passiert das. Scheinbar ist der AT-ST nicht ganz so stark. So kurz reinblenden hier, wenn es geht. Da kommt die Blendgranate. Wunderbar. Komm, jetzt haben wir einen guten Push. Mega starker Push. Mega stark. Einmal reingebuttert hier. Oh yeah. Anführer wurde sogar besiegt. Kurz nochmal ein Jäger rüber. Oh, oh, nicht so viel Damage bekommen. Oh yeah. Das sah schon besser aus. Das sah definitiv schon besser aus. Kurz die Heilung nach hinten holen. Los, los, los. Heilung, Heilung. Ich klopf die ganze Zeit hier drauf. Und ich spiele immer noch mit Handy. Noch kein iPad. Ist bestellt, aber noch nicht am Start. Bevor sich Leute wundern und so weiter, weil das ist einfach nur... Ich wollte ihn gar nicht droppen, Mist. Ist total doof, einfach nur. Mit so einem kleinen Display, da muss man schon Großes haben, da macht einfach mehr Bock. Aber auf dem Handy geht's auch, Leute, auf dem Handy geht's auch. Nicht so viel Damage da hinten bekommen. Nicht auf mein AT-ST, hört doch mal auf. Hör doch mal auf, mal auf mein AT-ST zu gehen, der ist schon down. Der ist scheinbar nicht ganz so geil. Wenn gerade gegen ins Leere. Kurz einmal rüber buttern. Komm, 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 ich bin down, egal. Wir haben uns gegenseitig gekillt. Sudden Death. Oh. 55 Sekunden noch Zeit. Wir müssen sein Gebäude, beziehungsweise wir müssen auf jeden Fall sein Geschütz zu uns haben wir verkackt. So, Drohne rein. Sturmproblem hinterher. Jetzt werde ich meinen... Okay, den müssen wir kaputt machen. Den Wookie, das ist ganz wichtig. Noch ein paar Sturmproblem hinterher. Komm, das schaffst du, AT-ST. Ich glaube an dich. Dankeschön, Mr. AT-ST. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Lasst uns Kinderzeug. Er will von anderen Seite angreifen. Was ist los mit ihm? Hör auf. Hör auf. Hör auf. Nein, 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 hör auf, hör auf. Blendgranate. Oh yeah. Sehr gut. Er ist in den Tower reingelaufen. Voll totgekitet. So gefällt mir das. Richtig gut. Mein Hauptgebäude bekommt Damage. Wovon? Von dem. Okay, das ist nicht ganz so schlimm. Macht nicht so viel. Jetzt werden wir auf jeden Fall uns konzentrieren auf den nächsten. Oh, diese Musik. Diese Musik. Ich liebe dieses Spiel. So geil. Konzentrieren wir uns auf den nächsten. Okay, weiter geht's. Kurz ein bisschen Flächen, die Drohne rein. Gut gestunt oder so, was gerade passiert, ich weiß es nicht. So kurz Flächenschaden rüber. Sehr geil. Oh, es leben noch so viele. Lenkgranate rein, ich muss weg. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nicht sterben. So, er kommt hier mit seinem wunderbaren Scheiß, alle am Start. Die kleinen Truppen hinterher. Oh, 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 oh. Das ist gerade viel Damage, was hier passiert. Beziehungsweise, was hier gerade kommt. Oh, oh, oh. Weg, 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 weg. Nicht so viel Damage bekommen. Dankeschön. Tot gekaltet. Wunderbar. So kann man es machen. So läuft es. Nein, geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh bitte weg. Geh weg. Hör auf. Au, oh, wie viel Schaden der macht. Was ist los mit dem? Warum macht er so viel Schaden? Und warum ist er so gut? Ich will auch so starke Truppen haben. So kurz den hier rüber. Dann mit dem Boys kommen. Oh, oh, ich bin so gut wie down. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was kommt denn da alles? Was? Nein, ich bin weggesniped. No! Ich glaube, jetzt habe ich verloren. Guck dir mal diesen Mega-Push an. Ist die Zeit vorbei? Unentschieden? Yes! Oh, so geil. Dieses Unentschieden war ja auch richtig. Das war auch richtig gut. Oh, sehr gutes Spiel. Und natürlich erstmal noch einen Leer-Smiley rüber. So, Leute, das war's dann von Star Wars Force Arena zum ersten Mal. Leute, das Spiel macht mir super viel Spaß. Und ich denke mal, wenn ihr Bock drauf habt, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Und es wird mehr Parts geben. Kommentare, Tipps und so weiter und so fort. Alles reingehauen in die Kommentare gerne. Denkt daran, ich spiele das Spiel noch nicht ganz so lange. Deswegen bin ich noch nicht der ultimative Pro-Gamer. Aber trotzdem, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haufen super nice Boys. Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Und tschüssi.